Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Menschheit, sag ich einfach mal so. Und ja, genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in Mission 3 der Dino-Kampagne. Es sieht jetzt folgendermaßen aus, und zwar, ja, ich habe mich einfach entschlossen, jetzt heute nochmal zu spielen. Wie ihr vielleicht wisst, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass es mitten in der Nacht... Ja, nicht, dass es mitten in der Nacht ist, aber dass es schon 10 Uhr war. Und jetzt habe ich mich halt entschieden, nach SmackDown nochmal aufzunehmen. Es ist mittlerweile 10 vor 1. Und ja, daher bin ich ein bisschen beruhigt jetzt mal an dieser Stelle. Und was zur Hölle? Oh, scheiße. Okay, Leute. Ich glaube auch, dass ich diese Mission leider nochmal neu starten muss. Weil ich habe hier irgendwas verkackt. Ich habe hier irgendwas verkackt in dieser Mission. Gut, Leute. Alles klar. Ja, wie ihr merkt, Leute, ich bin ein bisschen ruhiger. Und ja, von daher. So, und das ist nicht so dumm wie angenommen. Ja, genau. Ich würde sagen, wir erkunden das jetzt einfach nochmal. Und schauen einfach mal, ja. Das war die vielleicht irgendwie, wartet mal, das war die vielleicht irgendwie hier aufteilen. So, dass die nicht alle, sagen wir, an einem Stück stehen. Und die Grenadiere, die sind auch mega hilfreich bei dem Dinos. Das ist definitiv so, deshalb muss ich jetzt auch hier erstmal die ein bisschen aufteilen. So, und genau, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt bei Command & Conquer Remastered. Wie wir jetzt hier die letzten Überreste vom Tiberium-Konflikt quasi machen, okay. Im Wald. Hier vorne sind die Raptoren und da kommen schon die Triceratopse, genau. So, schau euch das an. Die können den easy platt machen hier. So, zack. Habt ihr es gesehen? Das war doch super. Okay, Leute, dann kann ich jetzt ja hier... Ach du Scheiße. Ich dachte, ich könnte hier diesen Raptor hier reinziehen. So, dann komm mal her, bitte, Raptor. Meine Güte, ey. Der ist ganz schön ordentlich, muss ich sagen. So, die müssen wir also alle... Ja, Schritt für Schritt hier durchziehen, ne? Ich muss nur gucken, dass ich meine Jeeps nicht verliere. So. Alter Schwede. Ja, die sind schneller als die Jeeps, das ist das Problem. Aber, liebe Leute, ich glaube, da die ja immer die Jeeps verfolgen... Oh nein, das ist jetzt aber uncool. Ach, Gott sei Dank. Ich würde sagen, da die ja immer die Jeeps verfolgen... Sobald die den anvisiert haben, werde ich die halt rausziehen. Diese Taktik habe ich mir jetzt gerade beim Wrestling gucken überlegt. Und ja, gucken wir mal, ob das klappt hier. So. Verdammt schnell das Ding. Ja, verdammt schnell das Ding. Aber. Sehr schön. Ohne Schaden. Ist doch gut, ey. Oder ist noch einer? Das sind noch zwei. Wow. Okay. Ja, der ist jetzt gefokust. So, dann. Der auch, ne? Der auch. Sehr schön. So kriegen wir die Dinos alle nacheinander platt, Leute. Der andere ist hier unten. Alles klar, dann. Schieß einmal drauf, genau, und hau direkt ab. Oh, so kann man hier so ein bisschen Katze und Maus spielen mit denen. Ach, schaut mal an. Wir haben diese Chemiekrieger, oh mein Gott. Was heißt, wir haben hier unten alle, oder was? In dem Wald? Es scheint so, wa? Fahr mal durch. Ne, da sind immer noch zwei. Okay. Der andere, der versteckt sich da unten wieder. Oh nein, das ist jetzt aber ganz uncool hier. So. Zack. Sehr schön.
Was hat der jetzt vor? Okay. Warum ist der so einmal da hingefahren? So, da ist er. Ach, verdammt. Das hört doch auf. So, komm raus, du blöder Raptor. Dich kriege ich jetzt auch noch. So. Und schön drauf geballert und hier schön reinziehen. So, sehr schön. Und bam, alle platt machen. Mach den platt. Sehr schön. Okay, liebe Leute, dann sind wir jetzt, glaube ich, endlich mal vom Wald hier fertig, oder was? Einmal durchfahren, aber ich glaube, das sieht gut aus. Okay, wir haben jetzt hier gar nicht mehr diese Dschungelmuck. Oder sind da oben noch welche? Ja, da oben ist noch einer. Zwei sogar. Gut, dann zieh die rein hier. Zieh die schön in die Mannequin rein. In die Raketen. Sehr schön. Alles klar. Ja, das ist jetzt hier meine Master-Taktik. Einfach reinziehen. Oh Mann, der ist aber jetzt langsam, der Buggy. Dann wäre ich jetzt den nächsten. Ich glaube, mehr hat diese Mission auch gar nicht zu bieten. Wir müssen nur in diesem Wald diese Dinos hier platt machen, glaube ich. Aber ich glaube, da kommt noch was Großes gleich auf uns zu, ey. Oder? Ja, wir haben den Wald freigekämpft. Kommt hier nichts mehr? Oh, 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 oh. Okay. Okay, den kriegt der platt, oder? Sehr gut. Puh. Zum Glück habe ich den auch rechtzeitig gesehen, den Triceratops. Richtig cooles Setup auch hier, ja. Richtig cooles Setup. So, dann gucke ich mal, was wir hier da hinten noch haben. Gut, dass ich die alle aufteile, ey. So. Vor allem die Chemiekrieger. So. Dann teil die mal auf weiter. So, zack. So, sehr schön. Und ja, liebe Leute, freue mich, dass ihr hier dabei seid. Wie gesagt, Samstagabend. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Meine schönen Chemiekrieger hier. So. Oh Mann. Ja, gut, okay. Der ist aber kaputt. Was müssen wir hier überhaupt machen? Sie müssen den Weg räumen. Ja, gut. Aber den Weg habe ich doch quasi schon geräumt, oder? Ach, ich glaube, jetzt meldet sich gerade wieder Avira bei mir hier. Tyrannosaurus Rex da oben, ey. Oh Mann. Okay. Nein, geh doch raus. Penner. Ja, gut, egal. Wie mache ich das jetzt? Der T-Rex kommt auf uns zu. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit hier. Ich komme gerade echt vor wie bei Dino Crisis, ey. So. So, und schön hier reinziehen, den Rex. So. Sehr schön und... Ah, wunderbar. Der Rex ist nicht mehr, Leute. Aber den schön da oben aus der Ecke gezogen. Das ist sehr gut, Leute. Wir machen Fortschritte und deswegen würde ich sagen, Mission 3 los. Speichern wir das auch mal direkt. So, zack, hier. Gibt's hier oben noch was? Nee, hier gibt's nichts mehr. Okay, dann muss ich nur noch darauf achten, dass ich... dass mir hier keiner hinten reinfährt. Und, ja. Liebe Leute, erzählt mal, wie es euch so geht. Würde mich sehr freuen. Wir hatten ja jetzt... Oh, scheiße. Okay. Wir hatten ja jetzt unsere erste Impfung quasi hinter uns gebracht. Und wir haben die ziemlich gut verkraftet, würde ich sagen. Erzählt mal, wie es euch so ergeht mit den Impfungen und allem. Ob ihr damit gut mit klarkommt oder eher weniger gut. Das würde mich natürlich nicht so freuen, aber erzählt ruhig mal, das würde mich nur interessieren. So, das sind die Raptoren, ey. So viele Raptoren noch. Drei Stück. Der kommt, ne? Der kommt, okay.
Warum denn jetzt auf meine Motorräder? Breche auf. Sackgesicht. In Ordnung. Dieses Sackgesicht, aber gut. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. So, zieh den hier schön rein. Breche auf. Wunderbar, Leute. Ich glaube, dann kriegen wir die anderen nämlich auch alle. So. Bestätigt. Dann nehme ich jetzt noch mein kaputtes Motorrad hier und versuche, die noch irgendwo rauszuziehen. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Ja, das klappt. Oh mein Gott, wie geil. Okay. Dann komm bitte wieder hier unten hin. Zieh den schön hier rein. So. Bam. Bam. Alles klar. Hier ist wieder normale Musik, okay. Wir haben so viele Dinos hier. Das ist unglaublich. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Und rausziehen und rausziehen. Sehr schön. Zum Glück haben wir diese überschnellen Motorräder, ey. So, und hier. Und bam. In Ordnung. Den nächsten, da gibt's noch mehr. Das ist jetzt hier so Point and Click, habe ich das Gefühl. Irgendwie mäßig. Click and Run oder sowas. So, ich befürchte, dass ich gleich noch in einen reinrenne, ne? Das wäre mal wieder so typisch für dieses Spiel. Ja, da hinten. Ja, zwei sogar noch. Einer kommt, okay, das ist gut. Ja, das kannst du machen, das ist kein Thema. Aber nicht alle. Nein, 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 nein. Okay, hier und... sind eingetroffen. Okay. Wo denn? Ah, sehr schön. Da haben wir noch... Oh, geil, noch mehr. Wunderbar. Ja, die Mission haben wir quasi geschafft. Weil viel mehr ist hier nicht mehr. So. Da, genau. Und zurückfahren. Sehr schön. Und das war's schon, Leute. Glaube ich zumindest. Ich weiß halt nicht, ne, wie viele Dinos jetzt noch da hinten im Wald rumlaufen. Muss ich mal gucken, ob der irgendwie schießt. Das Motorrad. Da hinten, ja. Okay, wunderbar. Das Notmod. Du machst einen guten Job. So, zieh den schön hier rein. Bam. Aha. Das war's schon. Man muss einfach nur die richtige Taktik sich raussuchen. Das ist jetzt nicht euer... Nee, okay, ich dachte schon. Okay. Leute, wir haben eine neue Bonusgalerie hier. Abschließend Funpark 03. Eine Schatzkiste im Inneren. O2M. Master Tape 1 von 2 von Tiberium-Konflikt. Im 3. Januar 2019 in einem Lagerschrank bei Electronic Arts in Los Angeles entdeckt. Wir hatten zuerst die Hoffnung, dass diese Bänder das Originalmaterial in der Filmsequenzen mit höherer Auflösung halten würden. Das ist mal so eine alte Kassette nochmal. Wie viel von der Bonusgalerie haben wir eigentlich jetzt? Ich glaube, wir haben fast alles, ne? Ja, diese beiden Sachen habe ich, glaube ich, beim letzten Mal übersehen. Hier ist so eine Master Tape. Ja, und hier ist die Cutscene von, die Cutscene von, Kane hier. Genau. Genau, Leute, das heißt, wir haben noch zwei Missionen. Zwei Dino-Missionen noch. Und, sie müssen in diesem Gebiet eine Basis aufbauen. Bericht zufolge befindet sich dieses Gebiet direkt auf Zugfahrt der lokalen feindlichen Tierwelt. Bereiten Sie also auf Angriff vor. Danke. Kommt halt drauf an, was für Verteidigung wir bauen können. Okay. Wir können uns eine Basis aufbauen. Da ist Tiberium. Und, ja, okay. Wieder mit Dschungelmusik hier, geil. Und ja. Liebe Leute, dann machen wir einfach mal weiter die letzten, wirklich jetzt noch die letzten Überreste von Tiberium-Konflikt. Und ich finde das geil, dass man hier in diesem Dino-Mission auch eine Basis aufbauen kann. Tatsächlich, das, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, das wären alles ja, Hide-and-Seek-Missionen, aber dem ist nicht so.
diese beiden Tiberiumfelder nützen mir jetzt auch nicht viel irgendwie. Bestätigt. Brecher auf. Na gut, egal. Ich mache die Raffinerien trotzdem mal hier oben hin. Ah, da ist schon ein Triceratops. Der türkise Sammler, ey. Das sieht so komisch aus, wenn man die ganze Zeit die normale Kampagne gespielt hat mit GDI und Not. Es sieht so komisch aus, Leute. So, 30 Energie. Ja, das passt. Wunderbar, dann können wir weiter erkunden. Hier, wir sind mitten auf der Karte. Ne, wir sind unten. Unten sind wir. Okay. Aber wenn wir eine Werkstatt bauen können und eine GDI-Waffenfabrik, dann habe ich ja die Hoffnung, dass wir hier wieder meine geliebten Mammutpanzer kriegen. Ne? Bin ich mal gespannt gleich, Leute. Bin ich echt mal gespannt. So. Dann hier die Kaserne. So, dann die Waffenfabrik. Bereiten Sie sich auf Angriffe vor, haben die gesagt. Ich will doch gar keinen Stress. Oh, schaut mal. Wir haben zumindest... Wir haben Wachtürme und Geschütztürme. Also keine Raketentürme und keine Lasertürme, leider. Okay, da ist wieder ein Triceratops da oben. Okay. Das ist verdammt interessant. Gut. Dann würde ich mal sagen... bauen wir uns mal weiter auf hier. Weitere... Können wir irgendwas... Was können wir denn noch bauen hier? Wir können Heliports können wir bauen. Sehr gut, Leute. Eine Flak. Aber die werden wir hier nicht glauben brauchen, weil ich glaube nicht, dass es hier Flugsaurier gibt. Und... genau, dann werde ich halt geschützte... Ah, wartet mal. Erstmal die Waffenfabrik bauen, weil damit ich mal an Einheiten rankomme hier. So... Und dann würde ich... Ah, ich will keinen Stress, Leute. Ich will keinen Stress hier. Oh nein, jetzt kommen sie. Scheiße! Ich hätte keinen Stress machen sollen, ich Idiot. Wow! Wow! Alter! Oh, hier kommt auch noch einer. Oha, oha. Scheiße. Da habe ich was verkackt. das habe ich verkackt gerade. Oh Mist. Okay, ich habe zu viel erkundet. Scheiße. Ja, okay. Das kommt dann davon, wenn man zu schnell sein will, ne? Okay, ich stelle aber... Nee, lass den hier stehen. Das ist gar keine schlechte Position, weil da kann ich nämlich hier unten direkt mich einmauern gleich. So, dann werde ich jetzt die Energie nämlich hier hinbauen. Okay, das heißt, wir müssen hier auch ein bisschen schnell sein. Okay, ich verstehe. Und Geschütztürme müssen wir bauen. Scheinbar ganz dringend. Und, ja... Dann fangen wir das mal von vorne an. Scheiße, ich glaube, ich bin zu früh, zu weit auf die Karte gegangen. Okay. Ja, es wird also auch schwerer, das finde ich auch gut. Damit wir hier noch so ein bisschen was haben von diesem schönen Spiel. Nein, nicht da direkt alles einsammeln, sondern hier unten. So, dann machen wir mal weiter. Ich befürchte halt, dass die Kohle hier nicht lange ausreicht, ne? Das ist halt das. Aber ja, gucken wir mal, wie es hier weitergeht. So, Waffenfabrik. Direkt Waffenfabrik. Die werde ich dann hier hinbauen. Hier unten dann die Orcas. Und danach werde ich wohl direkt auf Türme setzen. Nichts hier mit Werkstatt und so. Nee, nee. Türme. Zumindest erstmal Verteidigungstürme bauen hier. Geh doch hier sammeln. Komm. Ich möchte mich dann gleich verteidigen.
Gut, liebe Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, wie wir jetzt hier die Dino-Kampagne weitermachen und hoffentlich nicht wieder auf den Sack kriegen gleich. Das war ja schon übel gerade. Muss ich sagen, aber die Kohle hier, die reicht nicht mehr so lange. Da muss ich gleich tatsächlich mal schauen, also. So, die Radarzentrale, die braucht mir ein bisschen zu lange irgendwie. Neue Bauoptionen. Ah! Wir haben doch Obelisken. Oh mein Gott, wir haben alles. Wir haben alle Möglichkeiten hier. Wir haben Tempel von Nord. Wir haben Kommunikationszentrale. Das heißt, wir haben beide Arsenale. Ach, schaut mal. Wir haben beide Arsenale. Ja, das ist natürlich mega geil. Und da wir jetzt Obelisken haben, Leute, ist das kein Ding. Schau ich den an. Da wir Obelisken haben, ist das kein Thema. Jetzt mehr. Ich mache mir halt nur Sorgen wegen der Kohle. Ne? Das ist das. Gut, dann bau bitte noch einen Obelisken. Möglichst schnell hier alles dicht machen. Gar nicht erst hier lange rum überlegen, sondern einfach nur Obelisken bauen. Genau, liebe Leute. Und wir spielen ja eine Sondereinheit. Kann man sagen, die beide Arsenale kombiniert. Ist echt interessant, aber das ist, glaube ich, auch so. Bei der Ameisenkampagne im Alarmstufe Rot ist das, glaube ich, auch so. So. Uiuiuiuiuiuiuiui. Boah, die machen ganz schön Schaden, ey. So, der T-Rex gegen den Lasertorb. Die machen schon Schaden, ja? Die machen ordentlichen Schaden. So, und ich habe auch eigentlich nicht das Geld hier, um mir hier die ganze Zeit neue Türme aufzubauen. Das heißt, ich muss... Was kommt da? Ein Triceratops. Okay, aber der ist schön langsam. Das passt schon soweit. So, Werkstatt brauche ich. 30. Ja, das passt. So. Genau. Dann müsste ich aber bitte trotzdem die Karte erkunden, Leute. Das ist auch nötig hier. Weil, wie gesagt, das Geld, das reicht nicht mehr lange. Oh Mann. Voll in die... Scheiße. Hahaha, zum Glück. Zum Glück haben wir hier unsere schönen Obelisken. Gott sei Dank. Okay, aber wir brauchen Geld. Ne, die Sammler, die nehmen sich jetzt hier gegenseitig die Kohle weg. Und das finde ich gerade uncool. Ach, was machst du denn? So. Will ich einen Turm hier hinbauen? Einen Turm hier unten noch hinbauen, wenn die Kohle reicht? Ja, dann brauche ich eigentlich gleich nochmal einen Jeep. Wir können Bambus bauen, sehr gut. Brauche ich eigentlich gleich auch nochmal einen Jeep für die Kohle rauszukriegen. Schaut euch das an, geil. Ich brauche einen Jeep, Leute. Und für die Position der Kohle. So, dann einmal so. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt muss ich gucken. Beziehungsweise müssen wir gucken. Ich spiele es ja auch mit euch zusammen, ne? Dass wir hier irgendwie noch an Geld kommen. Es sei denn, das wird jetzt wieder so eine... Ach du Scheiße. Hier unten ist was. Was? Okay, was ist da jetzt? Was ist da jetzt auf, angegangen für ein Licht? Wartet mal. Nein! Ja, wir müssen eine Basis auf... Oh nein! Um Gottes Willen, ey. Ich will doch nur erkunden hier. Hier ist zumindest nochmal ein Tiberiumfeld. So. Da ist zumindest nochmal ein Tiberiumfeld mit einem T-Rex. Puh, die Frage ist, wo kriege ich jetzt Geld her? Da ist Geld. Aber hier ist bestimmt alles verseucht, ne? Ah, sehr gut. Ne, da hinten ist noch ein bisschen was. Okay, das können wir uns holen.
Was? Ach, das war ein T-Rex. Ah, deshalb. Ah, okay. So. Und bam. Sehr gut. Genau, okay. Ah, das heißt, wir haben hier noch ein Tiberienfeld, das ist sehr gut. können wir zumindest uns mal ein bisschen was wieder aufbauen hier. So. Schau ich es an. Das sieht lustig aus, ey. Oh, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Okay. Boah, die halten was aus, ja? Die halten was aus, so. Aber nicht schlimm. Das kriegen wir hin. So, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Aber ich werde diese Folge zu Ehren der Dinos als 30 Minuten Folge durchziehen, tatsächlich. Und, ja. Bräuchte ich eigentlich noch mal... Ach, wartet mal. Ich mache noch mal einen Jeep. So, das ist nämlich die tatsächlich dann auch die vorletzte Mission. Alles klar. Dann gucken wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Alles klar. Zum Glück haben wir die Nordtürme, ey, weil sonst wären wir hier echt aufgeschmissen gewesen. So, hier unten ist auch noch was. Ach du Scheiße. T-Rex, Leute, ein T-Rex. Den haben wir schön da rausgezogen, tatsächlich. Bin ich überrascht, dass das so gut geklappt hat hier. Dann können wir den nämlich jetzt schön hier in die Türme reinziehen. So, der ist nämlich jetzt auf den Jeep fokussiert. Weil der Dieb den einmal angeschossen hat. So, bam, 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 bam. Das war's mit dem T-Rex. Und dann bitte einmal nochmal Obelisk des Lichtes. So, die klauen sich wieder gegenseitig die Kohle. Das ist nicht gut, aber... Hier unten müssen wir uns halt gleich durch... Ja, oder wartet mal. Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Ah, oder stopp. Stopp. Hier links ist ja auch noch ein Feld. Wartet mal, hier links ist ja auch noch ein Feld, ne? Ach. Na, der bleibt aber stehen. Was macht ihr denn da? So. So. Und du kannst bitte einmal auf den T-Rex schießen. Da kommen wieder welche. Boah, wieder ein T-Rex. Oh. Die Raptoren, die machen aber auch guten Schaden, muss ich sagen. Diese Mucke, ey. So, kannst du von hier auf den Dino schießen? Kann er nicht. Shit. Okay, egal. Ich werde versuchen, die gleichzeitig reinzuziehen. Genau, damit wir schön hier unten an das Tiberium rankommen. Die Sammler machen sich auch schon auf den Weg dahin. Das ist gut. Der kann sich dann auch mal reparieren. Unsere Basis ist jetzt eigentlich... Wo bin ich denn denn her? Okay. Unsere Basis ist eigentlich perfekt geschützt. So. Bam. Sehr gut, Leute. Unsere Basis ist perfekt geschützt. Dann können wir Mammuts bauen. Sehr schön, liebe Leute. Gut, dann würde ich sagen... Geldmittel unzureichend. Bestätigt. Nimm dir mal die, den Raptor. So. Ein Schuss und der ist weg. Genau. Das war der T-Rex. Nee, das war der Triceratops von gerade. So, genau. Schön hier reinziehen alle, ja. Ey, das macht so Spaß, Leute, ey. Ich kann es euch gar nicht sagen. So, der eine, der ist... Ja, okay. Hier kommt aber auch und zack. Sehr schön, Leute. So. So, du triffst nicht.
Sehr gut. Gut, die paar Dinos mache ich noch hier weg. Und die Erkundungstour setze ich noch fort. Na komm. So, zack. Und den hier noch. Und dann den da oben noch. So, schön hier reinziehen. Zack. Das macht echt Bock, muss ich sagen. Das macht Bock. So, dann verfolgt er mich. Sehr gut. Zack. Da ist noch einer im Busch, ein Raptor. Ah, die Raptoren, die sind zum Glück mit einem Schuss kaputt. Deswegen ist das ja, relativ easy gerade. So, wo denn jetzt noch hier? Da. Moment. Da. Okay. Und sehr schön. Und beide. Und beide. Sehr schön, Leute. Da ist noch einer. Unkonventionelle Taktik, muss ich sagen. Aber es hilft. Es ist effektiv. Schaut euch das an. Es ist effektiv. So. Dann haben wir jetzt den Wald hier freigeräumt. Das heißt, viel ist ja jetzt nicht mehr. Ich hab da jetzt noch, wir haben da jetzt noch eine Insel. Wo ich mich frage, wie wir da hinkommen. Ich möchte noch kurz die Karte erkunden, Leute, und dann mache ich Schluss. Okay. Gut. Oh, da kommt wieder was. Ein T-Rex! Wow. Okay. Pause. Reparieren, Leute. Reparieren. Wie komme ich da rein? Okay. Ich denke mal, dass da oben nämlich noch welche sind. Da ist ein, was ist ein Stegosaurus? Okay. Ja, das habe ich mir, gedacht. Okay, aber der kommt. Das ist sehr gut, dass der kommt. Na komm dann, lass mal die Mammuts bleiben. Ich glaube, so viele Mammuts werde ich hier auch gar nicht brauchen. Zack. So, liebe Leute, dann, ja, da jetzt hier gerade nichts zu tun ist. Werde ich mit dem Medikten dann nochmal erkunden und dann würde ich mal sagen, liebe Leute, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und bis hier weiter geht's lieber dann beim nächsten Mal. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.